Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier mit Anno 1602 in der History Collection. Heute am 4.7. in der Vorproduktion für euch, in der 15. Folge. Und beim letzten Mal hatten wir ja die ganzen Inseln mal blockiert, die wir haben wollen. Für unsere zwei, naja, mittelgroßen Städte dann. Dann werde ich jetzt auch hier wieder Pause beenden. So, da kommt auch der Musiksound wieder. So, hier drüben müssten wir jetzt eigentlich nochmal eine Kapelle bauen, theoretisch. Ich möchte jetzt aber erstmal irgendwie ins Plus kommen. Obwohl, wir kommen noch mehr ins Plus, wenn ich die baue, ne? Macht Sinn. Problem ist aber gleichzeitig wiederum, das würde dann bedeuten, ich müsste wieder Werkzeuge einkaufen. Wenn ich jetzt hier auslagern möchte, brauche ich auch wieder Werkzeuge. Darf ich denn schon... Ne, doch, ich darf Erz. 10. Hm. Danke, Spiel. Danke. Okay, wir müssten hier drüben wunderbar rankommen. Tun wir auch. Dann werde ich jetzt hier auch mal die Wälder wegholzen. Und werden wir hier auch gleich schon mal eine Schmelze setzen. Können wir nicht. Toll. Dann kommt hier erstmal ein Weg hin. So. Da muss ich doch nochmal sagen, dass wir doch nochmal Werkzeuge einkaufen. Aber nicht so viel auf einmal hier. Das wird teuer jetzt. Dann produzieren wir es aber endlich selber. Und dann können wir das benutzen, um auszulagern. Um outzusourcen, wie man ja so gerne sagt, ne? Okay, wir beschleunigen wieder die ganze Geschichte. Tabak müsste auch bald soweit sein, dass wir es abbauen können. Freie Händler, so kommet und bringet die Dinge, die ich da benötige. Jetzt schon mal überlegen, ob wir jetzt zwischendurch schon mal ein bisschen verteilen hier. Eigentlich wollte ich ja hier noch blockieren, habe ich gesagt, ne? Ist jetzt erstmal zweitrangig. Jetzt brauchen wir erstmal Werkzeug. Verkauft und kauft ihr schon irgendwas? Naja. Eine Nachfrage Werkzeug ist natürlich auch wieder hoch bei euch. Okay. Da kommt jemand. Der bringt uns dann hoffentlich jetzt die benötigten Mengen. Auch wenn es teuer wird. Nur 4 Stück. Das ist schade. So, ich glaube, der Tabak ist soweit, dass der abgebaut werden kann. Hallo? Klick. So, zack. Gehst du raus? Du gehst raus. Das ist wunderbar. Dann wirst du nämlich auch gleich rausgehen. Und du dann auch. Dann kriegen wir schon mal die ersten Tabakröllchen hier geliefert. Und war leichter Minus jetzt, auch durch den Einkauf unter anderem. Du hast mir nichts gebracht. Du bist auch ein Schuft. Gut, ich drehe nochmal. Ich brauche jetzt hier erstmal eine schnelle Verbindung für den Marktkarren. Hierhin. Oh, da reicht jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist doof, denn ich brauche wahrscheinlich jetzt auch wieder... Natürlich. Warum auch nicht? Aber es kommt was. Ah, eins brauchen wir noch. Ja, jetzt ist die Frage. Kriegt der von dort aus Holz ran oder nicht? Vielleicht muss wirklich nochmal so einen Marktplatz da extra setzen. Machen wir das so. Kostet zwar noch mehr Unterhalt, aber... Ach, WASD ist es immer noch nicht, Robin. Es ist die rechte Maustaste, die du dir drückt halten musst. Das war falsch. Ich wollte so drehen, genau. Das sieht doch gut aus hier. Schau. Dann hätte ich mir das ja auch sparen können, ne? Pass auf, das machst du so. Ja, mach nicht so viel auf einmal. Du brauchst noch ein bisschen Ziegel gleich wieder. Halt, stopp. Stopp. Nein! Jetzt hat er mir es doch verkauft. Ah! Na gut. Okay. War ich zu langsam jetzt, Liebe Hirsche, es tut mir leid, ihr müsst auch wieder gehen. Die Schmelze, wenn wir jetzt hier einrichten. Schmelze. Hat er, genau, das wollte ich nämlich, dass er nämlich schnell hier rüberlaufen kann und alles zu holen. Was er nämlich benötigt. Jetzt hat er mich hier schon einmal alles. Sehr gut. Ich hatte schon Erz hier. Hab gar nicht mitbekommen, dass es geholt haben. Egal. Und die Werkzeugschmiede. Ja. Da braucht man gerade noch ein bisschen Ziegel. Da sind die Ziegel, die wir brauchen. Und los geht das, mein Freund. Und das Eisen, was wir dann noch zu viel haben, können wir dann immer noch mal verwerten. Jetzt brauchen wir aber erstmal nicht mehr diese Einkaufskosten. Auch wenn es gerade tierisch viel... Dingens kostet, Unterhalt kostet. Deswegen kommt jetzt hier auf jeden Fall auch die
Nächste Kapelle rein. Man will da hinten nicht rankommen. Mach mal hier. Bleib lieber Pionier, aber du musst weichen. So. Und jetzt haben wir so viel schön Holz, dass ich mich immer wieder ein bisschen ausweite. Eure Stadt wächst und gedeiht. Das ist sehr schön. Eure Stadt wächst und gedeiht. Hinten noch einen Weg lang für den Fall, dass was brennt. Deswegen ist es nämlich auch so wichtig, dass du einen Straßenanschluss dran hast, weil wenn nämlich das hier hinten brennt und du hast hier hinten keine Straße dran, kann der Feuerwehrtyp hier nicht ran und kriegt er das halt nicht gelöscht. So. Und jetzt klatsche ich hier noch überall Pionierhäuser hin, wo sie reinpassen. Die werden dann halt stückchenweise wieder abgerissen, wenn wir sie gerade entbehren können, beziehungsweise müssen für öffentliche Gebäude. So, jetzt ist natürlich noch die große Frage, reicht das mit der Nahrung? Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Gerade mal 7 Stück haben wir. Oh je, einkaufen kann ich jetzt aber auch nicht mehr. Ich brauche mehr Steuern, Leute. Es tut mir leid. Na, ganz sauer wollen wir sie auch nicht machen. Ach je. Das kostet jetzt. Das kostet jetzt richtig. Aber ich kann es nicht vermeiden. Ich kann es nicht ändern hier. Andere Betriebe haben wir ja noch nicht. Aber die werden jetzt hier nach und nach auch aufsteigen. Das bringt wieder mehr Steuergelder. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich nicht dran pleite gehe. Wir verkaufen ja auch gerade nichts mehr, ne? Doch, Stoffe. Stoffe werden verkauft. Machen wir ein bisschen mehr. Dass wir wieder ein bisschen Cash haben. Hey, wow, so viel hast du mitgenommen. Danke. Boah. Ist ja gemein, ey. Ja, ja, das mit der Nahrung, das sieht nicht so toll aus, nicht so rosig. Aber wenn ich jetzt noch mal kurzzeitig auf Fleisch umsteige, bis wir dann unsere Getreidemühlen da aufbauen und alles, das wäre nicht so produktiv. Krieg gar nicht finanziert. Werkzeug ist erstmal wichtig. Ja, nimmst du Ziegel raus, verkaufst du Werkzeug. Machen wir erstmal jeweils 5. Ich brauche jetzt erstmal Cash. Das geht nicht anders. Ich brauche irgendwie ein bisschen Cash, dass wir diesen krassen Steuer, dieses krasse Steuerdefizit, dass wir es ausgeglichen bekommen. Und ich kann gar nicht so hoch gehen, fällt mir gerade ein, sonst wächst die Bevölkerung der Siedlerschaft nicht. So. Jetzt wird es ein bisschen klapperig. Jetzt habe ich ein bisschen zu lange getrödelt hier. Jetzt habe ich ein bisschen viel investiert manchmal auch an einigen Stellen. Aber gut, wir kriegen es irgendwie gebacken. Wir kriegen es hin. Jetzt wird hier nämlich auch Werkzeug verkauft. Wir haben aber immer noch ein bisschen Werkzeug, damit die hier nach und nach aufsteigen können. So kriegen wir noch die Kurve. Gleichzeitig wiederum sorgen wir auch dafür, dass Werkzeug auf den Markt kommt, was wiederum die Konkurrenten dann benutzen. Das wiederum kann uns entweder in die Karten spielen oder gegen unsere Planung spielen. So, Einkaufskosten sinken immer weiter, das ist auch schon mal gut. Das müsste jetzt nur mal regelmäßig hier auch jemand kommen. Und sonst kriegen dieselben Probleme wie vorher auch. Ich meine, ich könnte jetzt auch selber hinfahren und verkaufen, das wäre auch möglich. Tabak ab 18. Oh, warte mal. Wir ändern mal unsere Verkaufsgeschichten hier. Ach, Quatsch. Hier. Zack, zack. Zack, machst du Tabak ab 10. Erstmal. Das erhöhe ich jetzt immer so nach und nach, weil wir werden wahrscheinlich hoffentlich schneller produzieren, als verkauft wird. So, hat er wieder Werkzeug mitgenommen, aber wir haben jetzt weniger als vorher. Das ist jetzt langsam schlecht hier. Ich würde auch gerne den Kontor ausbauen, damit ich gleich schon mal mehr haben kann, aber es kostet auch nochmal 180. Wir müssen uns jetzt hier langsam wieder hocharbeiten. Holz nehmen sie ja wenigstens auch schon mal ein bisschen mit. Manchmal. Immer, aber mal. Was macht ihr denn da? Und ihr tanzt. Ja, es geht immer so ein bisschen was raus. Wir haben wieder einen Tausi. Ja. Und gleich eine Hungersnot. Nein. Ah, du ahnst das nicht. Du ahnst das nicht. Das kostet mich jetzt hier nochmal Fleisch. Und vor allem, wo soll ich es unterbringen? Ich brauche das Holz hier noch. Ist das jetzt fies, ey?
Bringt mir immer mal noch so ein bisschen Nahrung rein. Ich baue noch mal irgendwo eine Fischerhütte. Oh, hier drüben. Warum nicht, ne? 100% effizient. 100%, das ist schon mal gut. Bitte, bitte, bitte bringt mir Nahrung. Das ist gerade ganz, ganz wichtig, sonst habe ich hier Riesenprobleme gleich. Oh, oh. Oh, oh, sie bringen nichts. Das war zu kurzfristig eingestellt. Das ist jetzt ganz, ganz fies. Gleich ja, jetzt kommt die Hungersnot. Gleich geht's ab hier. Gleich sind sie alle sauer, oder? Hey, kam noch mal eine Tonne rein. So, und jetzt noch... Ich muss jetzt hier irgendwie die Kurve kriegen. So, viel Spaß, mein lieber Jäger. Vielleicht erwischst du noch was. Ich reiß dir auch die Wälder weg, die zu viel sind. Damit du überhaupt Platz hast. Aber ich glaube, der kriegt nichts, ne? Na doch, jetzt geht er hier rüber und jagt ihn, okay. Ist aber zu wenig Wald einfach, kann man ja anders sagen. Oh oh. Ja, es kommt immer mal so ein bisschen was rein. Es reicht gerade so. Trotzdem wächst die Bevölkerung ja noch gleichzeitig. Sind wir jetzt langsam im Plus? Wir sind im Plus. Wir haben die Kurve gekriegt. Wir sind im Plus, was die Stadt angeht. Ah, aber nur die Stadt, nein. Die ganzen Marktplätze und Kontore, die fressen ja auch nochmal ordentlich. Aber irgendwie in jeder Mission habe ich hier so eine kleine Krise drin, ne? Ah, bisschen läuft's ja, ne? Bringen aber auch keine Nahrung, ne? Nee, ich bin komplett Selbstversorger hier. Ist das ja meine, ey. Ich würde am liebsten noch eine Werkzeugschmelze hinstellen, aber das wird nicht ausgehen, ja? Wir könnten aber zwischendurch mal die Eisenschmelze stoppen, dann sparen wir nämlich nochmal 15 Unterhalt hier. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Das ist schön. Ja. Ja, die waren schon teilweise unglücklich, weil sie wie gesagt keine Nahrung hatten. Bringst du Nahrung? Hm. Oh, Leute. Bringt doch mal die Nahrung her, bitte. Könnt mich doch nicht so hängen lassen. Verdammt. Ja, der Jäger bringt nichts hier. Der kann weg. Der kriegt nicht hier noch Hirsche ran hier für die Aktion. Ich überleg gerade, ich mache das hier glaube ich doch mal ein bisschen anders. Quetsch jetzt hier noch auf Teufel komm raus irgendwie noch mal eine Fleischproduktion rein. Ich sehe noch die Wälder weg. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ach, wirklich. Wird jetzt auch eine sehr teure Angelegenheit, aber anders kriegen wir das nicht hin. Das wird auch nicht 100% Effizienz haben. Wird noch gleichzeitig wiederum so ein bisschen die Stoffproduktion ineffektiver machen, aber es ist nochmal ein Produzent, der uns hoffentlich schön schnell schön viel Nahrung ranbringt. Denn die Händler bringen mir komplett null Nahrung. Das ist krass. Es fehlt an Nahrung. Ich weiß. Mann. Na, die ersten Kühe sind soweit. Hoffentlich. Es geht auch wieder kräftig in die Bilanz jetzt, ne? Mhm. Ich weiß, wir haben eine Hungersnot. Es tut mir leid, liebe Leute. Bitte revoltiert noch nicht. Das Fleisch ist in der Mache. Aber da bringen die mir aber auch echt aus Prinzip einfach keine Nahrung her, wa? Diese Schufte. So, hier können wir anheben. Weil irgendwie kaufen die nicht so viel. Aber hier mal auf 50 hoch. Genauso. Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr Puffer für mich haben. Und dann werde ich jetzt hier aber doch schon mal den Kontor ausbauen. Sodass wir hier dann auch jetzt Ziegel verkaufen können. Weil Ziegel sollten gut gehen. Dann machen wir auch 50. Machen wir mal 50. Hier, zack, hat er da schon welche gekauft. Sehr schön. Damit wir wieder ein bisschen Kapital ranbekommen. Eisen müsste ich jetzt langsam mal wieder in die Schmelze geben. So. Wir bewegen uns aber langsam aber sicher ins Plus rein. Jetzt sind auch fast alle Hütten ausgebaut. Ein Pionierhaus steht noch. Wo nur ein Pionier drin wohnt, wo bemerkt. Ja, guck mal, das sieht doch schon ganz anders aus. Oh, da bricht irgendwo ein Vulkan aus. Wo?
Ach ja, okay. Da habe ich noch nicht mal gesiedelt. Tut mir leid, liebe Einwohner, dann müsst ihr durch. Junge, Junge, halbe Folge, erstmal nur eine Krise hier bewältigt. Aber jetzt geht's wieder hoch mit der Nahrung und zwar ziemlich schnell sogar. Die geben mir einfach keine Nahrung hier, dann kann ich den Einkauf auch einstellen, so. Akte Bombe, ne? Kovi kriegt, möchte ich stark behaupten. Sind auch fast im Plus, wir verkaufen auch gut jetzt wieder. Da ist auch das letzte Pionierhaus jetzt aufgestiegen, sehr fein. So, und wenn ich mich richtig erinnere, kriegen wir ja mal von Siedler zu Bürger fast doppelt so viele Leute pro Haus rein. Das heißt, das reicht jetzt hier schon. An Siedlern. Vielleicht noch das eine oder andere Stellchen hier noch mit ausgefüllt. Wenn das nicht Not tut. Gehen wir jetzt hier bitte auf 50 hoch. Bitte? Hallo? Ah, hat die Anzeige gesponnen. Denn jetzt sammeln wir natürlich wieder. Jetzt sammeln wir dafür, dass wir dann wirklich die Nahrungsproduktion auslagern können. Oh, Tabak sieht aber gut aus. Ey, vielleicht kriegen wir hier doch ausreichend Tabak ran, um beide zu versorgen. Das wäre vielleicht doch möglich. Beide Städte. Nee, ich mach trotzdem eine extra Insel für Aiol, ne? Was wollte ich jetzt wo machen? Ich wollte hier Stoffe machen, ne? Hier dann. Genau, hier wollte ich Getreide machen wegen den Wassermühlen. Genau. Cool. Lass mal nochmal eine Sache nachgucken hier. Wassermühle hier. Ja, ist die Reichweite nicht so schön. Da müsste man es wirklich so machen, dass die Getreidefarm von den Karrenschiebern abgeholt werden. Das Getreide, dass es ins Lager geht. Wie das dann einfach hier immer schön am Fluss entlang. Ah, kann ich auch nicht überall bauen, wie ich gerade sehe. Ist ja auch doof. Ich sind so ein paar Dinger hier eingekloppt, ne? Ja. Macht sich die andere Insel wahrscheinlich besser. Kann man nämlich einen Teil davon schon mal richtig schön dauerhaft effektiv durchrattern lassen hier? Wie viele kriege ich hier unter? Eine? Ja, zwei? Nee. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit denen gerechnet und dann kriege ich die gar nicht so unter, wie ich das dachte. Das ist wieder so typisch ich, weil ich kriege nur drei Wassermühlen hin, vielleicht noch eine vierte. Aber vielleicht sind die dann schon wieder so effektiv, dass man sagen kann, man macht hier noch ein bisschen Stoffe mit dazu. Das wäre auch möglich. So, wir kommen wieder schön ins Plus, wir verkaufen wieder gut, wir kriegen jetzt fast so viele Steuern, wie wir Betriebskosten haben, trotz der ganzen anderen Inseln. Ist doch schon mal etwas. So, 264 Leute sind drin. Jetzt brauchen sie noch entweder Gewürze oder Suff. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob wir jetzt schon mal die zweite Stadt hochziehen. Ich glaube, das machen wir. Dass wir die jetzt schon mal auf denselben Stand bringen und dann da schon mal Gewürze produzieren. Und dann probieren wir einfach mal die Kombination aus Gewürze und Tabak aus, ob die dann aufsteigen. Problem ist aber dann, da brauchen wir deutlich mehr Gewürze, weil die Bürger ja auch Gewürze haben wollen. Nochmal zusätzlich als Produkt. Guck mal hier, die Tabakproduktion, die ist super. Na komm, wir machen's. Ich gehe jetzt rüber mit den Baumaterialien. So, fährst du mal hier hin. Mach mal die zweite Stadt. Wie heißt die? Stemrod. Die hier oben? Siebenstadt. Okay. Ein Feuerchen! Ja, zum Glück hat er eine Feuerwehr gebaut. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Eine Feuerwehr, die wohl gerade Feierabend hat? Nee, da fährt sie. Mein Gott. Jetzt wird hier wieder gleich Holz nachgeliefert, sehr schön. Hirsch gestorben, nicht so schön. So. Das ziehen wir jetzt durch. Da werde ich die hier wahrscheinlich ja nicht brauchen, ne? Und so weit ist das eigentlich gar nicht, ne? Zwei Inseln weiter ist dann die nächste Stadt. So,
Lade mal ab, lade ab, lade ab. Du fährst gleich schon mal rüber, dass du das nächste Zeug holen kannst. Und in der Zeit, während du fährst, können wir hier schon mal bauen. Angefangen damit. Das war... Machen wir hier eine eigene Holzproduktion? Erstmal noch nicht, nee. Ich will ja auch tunlichst vermeiden, dass ich hier Erze abbaue, bevor ich den Vulkan aktiviere dadurch. Und, so. Jetzt haben wir Platz hier. Apropos Platz, ich würde dich gerne anders platzieren. Oder wir haben was hier gemacht? Ja, doch, anders platzieren. Platziere ich dich nämlich lieber so rum hier. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. Alter, wie schnell das geht! Das ist nicht dein Ernst! Ey, gerade angefangen mit der Produktion und dann sowas. Ist doch bastete. Ja, ich zieh jetzt hier noch so viel wie möglich raus, ne? Boah! Ist das Schiff schon da? Ist es? Was brauchen wir hier nochmal für die Mine? 10 Werkzeuge, 20 Holz, 5 Getreide. Getreide, sagt er. Kostet uns ein Tausi die Mine. Alter. So, machst du hier 20, da 5 und hier braucht man 10er. Was? Verklickt? Sehr schön. So, 10er hat gesagt. Genau. Müssen wir erstmal hier abbauen. Und manuell auch noch rüberbringen, weil ich noch keine Route dafür eingerichtet habe. Ach krass, wie schnell die leer war, die Insel. Einfach so schwupp. Ah, der ist angefangen mit der Produktion. Schon heftig. So, apropos Produktion. Jetzt ziehen die Wege durch. Hab grad gesehen, wir haben neue Bauoptionen. Bei den Straßen und Plätzen. Oh. 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 Einmal hier und einmal hoch. Dasselbe machen wir wieder in die Richtung. Haben wir wieder zu wenig Holz. Ach ja, komm, ich mache hier eine eigene Holzproduktion. Ist mir sonst ein bisschen zu doof, immer zu warten. Oh, so ein bisschen Klappe messen, ne? Machen wir es erstmal hier drüben. Bis wir dann an dem Punkt sind, wo wir sagen, hey, komm, ich mache es hier doch in Würze. Einmal hü, einmal hoch, einmal hot. Brauchen wir natürlich noch einen Weg. Zack. So. Schiff ist wo? Da. Dann fahren wir schneller. Wir brauchen nämlich jetzt so schnell wie möglich Erz, damit wir weiter eigenes Werkzeug produzieren können. Weil leisten können wir es uns nicht, das einzukaufen. Wie bist du denn gerade gefahren, Junge? Umrundet er erstmal noch halb die ganze Insel da, bevor er einfach den direkten Kurs wählt? Hallo? Jetzt. Und zack. Na, ist das auch wirklich dran? Ja, ist es. Hm, wirst du jetzt hier immer schön hin und her düsen müssen und uns das Erz da rausziehen müssen? Und ich werde es immer wiederholen müssen. Muss es dann immer schon hier hinbringen. Sollte es eine tiefe Mine sein, ist es ja nicht verkehrt. Dann können wir ja hier immer gleich Erz und Nahrung holen. Könnte man sich wohl auch überlegen, ja. Aber gut, jetzt machen wir erstmal hier weiter, wo wir stehen geblieben sind. Lassen wir immer Holz holen. Wie Zeit haben wir denn noch? Eieiei. Ja, halbe Stunde, wie gesagt. Nicht halbe Stunde, halbe Folge hier. Bisschen rumgetrödelt. Das Gute ist aber, wir haben immer einen Puffer an Eisen da. Nehmen wir das hier raus, nehmen wir dafür dann die Nahrung rein, weil die schießt bald wieder höher. So, das löppt jetzt wenigstens erstmal hier ein bisschen. Ah.
Das hat aber gerade wieder sehr viel Geld gekostet auch. Und die Verkaufsmengen sind halt noch nicht da, ne? Was hast du für ein Problem? Müsste es eigentlich deutlich effektiver sein können? Bist du eigentlich auch? Hast dich nur ein bisschen verschluckt irgendwie, ne? Kann ich verstehen. So. Schneller. Ah, jetzt ist die Effektivität hier. Was? Ach so, ja klar. Hier unten, klar. Entschuldigung. Hab ich vergessen. Kriegen wir hin. Oder auch nicht, weil zu wenig Holz. Ah. Verdammt. Ach, Mensch. Gib mal schön her hier das Zeug. Hier auch nochmal ein bisschen. Und die letzten paar Werkzeuge kannst du auch noch mitnehmen. Tut mir leid, Leute. Ja, ist ja okay. Euer ja, Volk ich hungert. Ja, ich weiß. Ach. Das hat die Fischerei vergessen, der Depp. Euer Volk hungert. Ja, ist doch gut jetzt hier. Beruhig dich. Euer Volk hungert. Hat er sich wieder ablenken lassen? Ne? Hat er wieder Sachen gemacht, die er nicht machen sollte? Euer Volk hungert. Ja, ist doch okay jetzt. Beruhig dich. Zack. Ja. Zack. Bäh. Ich hätte doch gleich mal Nahrung mitnehmen können, ich Depp, ne? Oh. Was siehst du, kriegen wir gar nicht unter, das Zeug. Aber ist nicht schlimm, können wir dann... Ja, Mensch, jetzt beruhig dich doch mal, Alter. Könnte ich auch noch mal, wenn ich wollte. Mache ich jetzt aber erstmal nicht, sondern ich fahre das jetzt erstmal hier schon mal hin. Damit wir hier schon mal die Nahrungsproduktion. Die Nahrungsproduktion auslagern. Mann, unterbricht er mich hier ständig. Hier ist auch gerade noch ein Vulkan ausgebrochen. Interessiert mich jetzt nicht so stark. Okay. Schneller, schneller, schneller. Bringt Nahrung. Schnell. Jetzt sind die alle so sauer, dass die abhauen. Da ist das erste Zeugs wieder drin. Jetzt sind sie langsam wieder auf dem Damm. 41 hatten wir hier immer, ne? Genau. Puh, Glück gehabt. Mehr oder weniger. Oh, wir sind schon da. Sehr gut. Dann laden wir hier das Material ab. Und dann nimmst du aber auch gleich mal die Erze mit. Wir müssen sie nur finden. Nehmen wir die hier so an. 10 Tonnen. In der ganzen Zeit? Ach, weil der mal wartet, bis das Rand voll ist und dann erst holt er das. Hm. Ja, ist natürlich nicht effektiv, ne? Aber es sind dann wieder 10 Tonnen Eisen, die wiederum sind 10 Tonnen Werkzeug. Daher lohnt sich die Mühe schon. Das ziehe ich weiter durch und fertig ist. So, haben wir auch im Verkauf, sehr gut. Sehe ich ja auch hier, aber ich muss vergessen. Okay, wir kriegen so langsam aber sicher doch die Kurve. Auch die Steuernahrungen wachsen langsam, das ist auch sehr schön. Machen wir hier nochmal kurz F6. Wie sieht es jetzt aus mit der Nahrung als solche? 4 Tonnen sind da, das heißt, wir können hier erweitern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist ja wie abgemessen hier, ist ja wie abgemessen. Huch, das war aber vermessen. Ziehst du hier auch schön durch. Sehr schön. Doppelt so viel Bevölkerung bringt doppelt so viele Steuern. Und wir sind im Plus. Wir sind im naturellen Plus einer Bilanz. Yippie-yay. Und ihr seht das Bauschema, das macht sich rentiert, finde ich. Habe ich falsch schon gebaut? Nee, wird. Macht sich rentiert. Da können wir einen schönen Block hier rein. Könnte sogar noch weiter in die Richtung expandieren, wenn jetzt hier nicht gerade unsere Holzproduktion stehen würde. Zack und zack, da freut sich gleich der Schmied. Holz ist ja gerade wieder in rauen Mengen da. Wird auch gleich selbst produziert. Werkzeuge haben wir viele da. Dann nehme ich jetzt die Werkzeuge hier mit. Und bringe die schon mal hier auf unsere zukünftige Weizenproduktionsinsel. Ah, dass er einmal gleich die Wege mit abreißen möchte, finde ich ein bisschen doof. Warte mal, war das hier mit...
das so? Steuerung vielleicht? Ja, der spinnt da mir irgendwie rum. Ah, doch, 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 doch. Es geht. Nee, es geht nicht. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, spinnt das hier gerade ein bisschen. Ja, hm. Ich weiß auch noch, diese Landhändler, die konnte man auch irgendwie doch noch entfernen. Das war irgendwie eine ganz andere Tastenkombi. Für Einheit löschen war das, glaube ich, immer. Zack, 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 zack. So. Okay, ihr Lieben. Das ist es schon wieder gewesen heute. Zwei Hungersnöte haben wir überstanden. Hier kommt das auch wieder schön was rein. Hier ebenso. Hier geht sogar schön was raus auch, was uns auch nochmal ein bisschen finanzielle Möglichkeiten wieder liefert. Und jetzt werden wir für beide Städte die Nahrungsproduktion auf der Insel hier drüben versuchen zu bauen. Muss ich halt nur immer wieder hin und her düsen. Hier die Erze mitnehmen. Ich warte noch kurz, dass er jetzt gleich hier die nächsten 5 Tonnen holt. Hier immer schön das Eisenerz mitnehmen, dahin bringen, Werkzeuge draus machen lassen, hier Getreide anbauen und gleich schon backen lassen und so weiter. Zack, du kommst mit. Zack, du fährst darüber. So funktioniert das erstmal. Dann werden wir uns auch irgendwann mal demnächst eine Schiffswerft bauen, damit die halt dementsprechend die automatischen Routen abfährt. Aber das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mein Rendervorgang ist hier drüben auch schon so gut wie durch. Das heißt, ich kann dann gleich wieder das nächste Spiel aufnehmen. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut doch sehr gerne morgen wieder vorbei. Ciao!